Ob wir nochmal zu Burg Grimzahn zurückkehren dürfen? Ich weiß nicht so recht. Also wie es aussieht, werden die Gebiete wieder freigeschalten, nach und nach. Und ja, ich habe eine Katze im Inventar. Oma Rübenfeins Kater. Habt ihr ihn schon gefunden? Ja, hier ist er. Das ist mir vielleicht ein Schlingel. Ich habe mir solche Sorgen gemacht, was ihm alles dort drin hätte passieren können. Aber nun ist ja alles wieder gut. Ich danke euch sehr. Ihr wart so mutig. Nun erzählt doch einmal, was euch dort unten für ein Ungeheuer begegnet ist. Ach, das war nichts weiter. Die Geräusche hat der Wind verursacht. Aus ein paar großen Ratten und Fledermäusen gibt's da unten nichts. Da bin ich aber froh. Dann will ich mich mal auf den Heimweg machen. Danke für eure Hilfe. Bitte wartet noch einen Moment. Was ist denn jetzt mit dem Paket für euren Enkel? Ach ja, das Paket. Ihr ist es. Und bestellt Ulfing einen schönen Gruß von seiner Großmutter und richtet ihm aus, er möge mich doch bald besuchen. Das werde ich, lebt wohl. So, die ist jetzt wieder zu Hause und jammert rum. Finde drei Handwerker. Ich habe nicht gewusst, wie schwierig es ist, im Pferdock Handwerker zu finden, aber es ist mir zu guter Letzt doch gelungen. Nun steht der Fertigstellung des Standes nichts mehr im Wege. Offen. Ja, die Rotpelze. Bring Ulfing das Paket. Ich habe ihr den Kater gegeben. Ich habe das Paket für Ulfing von Oma Rübenfein bekommen. Ich soll es ihm bei Gelegenheit vorbeibringen. Er wartet bestimmt schon darauf. Ja. Sogar ein Stück der Landkarte von Abelstreu. Ein verschnürtes Paket mit unbekanntem Inhalt. Ja, ich will auch gar nicht wissen, was die nette Dame da reinpackt. War hier gerade ein Zahnradsymbol oder habe ich mich verguckt? So, dann geht's jetzt mal hoch zum Zinken. Könnten das vielleicht die Goblins sein, Bärensee? Ja. Schnellreise ohne Laden, das ist mal praktisch, dass sie das hingekriegt haben. Ach, Wildschweine. Und Goblins. So, und da sind tatsächlich Goblins, die uns feindlich gesonnen sind.
klar. Lass das mal vor. Bei meiner Axt. Mein Atem hier entlang. Hier. Sturm über Wasser. Au. Wieso hat das Gladys jetzt umgebracht? Am großen Zinken bin ich tatsächlich auf drei Goblins gestoßen. Auf zum Kahlkopf. Die Ruppels am großen Zinken sind sicherlich die einzigen, die sich hier rumtreiben. Wahrscheinlich haben sie in der Nähe ihr Lager aufgeschlagen. Ich sollte einmal am Kahlkopf nachsehen. Ja. Okay, wir werden beschossen. Ach, von da oben. Ich versuche mein Bestes. Sanya. Okay. Okay, das war's erstmal mit denen. Gladys, steh mal auf. Alles klar. Arquatus. Furax. Okay, das ist eine ziemlich miese Nummer von den Goblins gewesen. Also du hast noch einen Kurzbogen dabei, ihr habt wahrscheinlich auch noch Bögen dabei. Also ja, ich werde wieder beschossen. Au! Mein Ding. Für Ardo! Das bin ich. Die Sektion. Saranar Ayor. Okay, Menala hat es jetzt selber ausgenockt. Sanya. Alles klar.
Candidus. Okay, wir sind gleich auf dem Kahlkorb. Mal sehen, was es da oben gibt. Weil bis jetzt sehe ich keine weiteren Goblins mehr. Ah, Goblins. Sieh an, Besuch. Es scheint, als ob deine Wachen versagt haben, meine liebe Gräbner. Nun ja, das soll nicht mein Problem sein. Ich habe bekommen, was ich wollte. Es wird Zeit für mich zu gehen. Orvai Kurim, tötet sie! Okay, Schamanin und Goblins. Na klar. Ha! Zeritus, Zeritus, Astus. Ich versuche mein Bestes. Ja! Mein Atem, Sanyasa Feigra. Also erstmal die Schamanin, bevor sie Böses macht. Der Goblin da ist eingesperrt. Und da liegt ein toter Pyos-Geweih herum. Du Quark freilassen, ja? Okay. Ich weiß nicht, warum soll ich das tun? Aber Quark nichts getan. Quark, guter Sulak. Vielleicht lasse ich dich frei, aber du musst mir vorher ein paar Fragen beantworten. Ja. Quark, alles sagen, was wissen. Warum hat man dich eingesperrt? Quark nicht wollten Mann tot machen. Bringen Unglück, wenn töten Diener von Menschengott. Ein Auge und Gräbner sehr böse. Sperren Quark ein. Ja, okay. Die haben den Preis ausgeweiht getötet. Was habt ihr? Sulak soll fangen Diener von Menschengott für ein Auge. Du meinst den Preis ausgeweihten? Was wollte der Einäugige von ihm? Er Diener von Menschengott. Fragen nach Ort von Perpadent? Perpadent? Was soll das denn sein? Du nicht wissen? Sein Haut mit Zeichen. Pergament. Ach, jetzt verstehe ich. Du meinst ein Pergament. Ja. So ein Auge sagen. Und? Hat ihm der Pausgeweihte gesagt, wo es zu finden ist? Er es nicht wollen sagen. Aber dann viel große Schmerzen. Dann tot. Quark nicht wissen, ob sagen. Wer war da einer? Nicht wissen, wie heißt. Sein groß, mächtiger Zauberer. Groß, mächtiger als Schamanin. Macht Sulak viel Angst. Quark, alles sagen, was wissen. Du jetzt Quark freilassen? Ja, das werde ich. Na dann, tschüss, Quark. Okay, Quark lebt hier oben. Ah, Quark, endlich frei. Quark, jetzt mit dir gehen. Dich beschützen. Was? Du willst mit mir kommen? Hältst du das für eine gute Idee? Das ist viel gute Idee. Quark, jetzt in deiner Schuld. Du gutes Mensch, weil Quark nicht lassen verrotten. Ganz anders als Gräbner und Einauge. Ich bin ein Zwerg, kein Mensch. Weißt du was? Ich mache dir folgenden Vorschlag. Ich habe ein Anwesen in Ferlok am Priosplatz. Wie wäre es, wenn du dort auf mich wartest und dann sehen wir weiter? Oh ja, das ist auch gute Idee. Quark schon immer wissen wollen, wie sein Leben in Menschenstadt. Sag beim Verwalter, dass ich dich geschickt habe. Wir sehen uns dann im Ferdok. Ich habe einen neuen Begleiter, einen Gobbo. Was hatte die Schamanin denn Schönes dabei? Sonst nichts. In der Truhe wird wahrscheinlich auch nichts Neues sein. Das ist nämlich noch die von den Banditen, die hier gehaust haben. Auf den großen Ziegen trieben sich einige Goblins herum, die mich auch gleich angegriffen. Berichte Kautzenstein. Am Kahlkopf hatte tatsächlich eine Bande Goblins ihr Lager aufgeschlagen. Ich habe die Gefahr beseitigt und sollte jetzt Jäger Kautzenstein informieren.